Mysteriöse Dinge spielen sich gerade in der Antarktis ab. Ein Instrument, das eigentlich ultrahochenergetische Neutrinos aufspüren soll, hat etwas sehr Seltsames entdeckt. Teilchenströme, die auch auf ultraenergetische Teilchen hinweisen, aber aus der Erde kommen. Neutrinos reagieren zwar nicht mit Materie, wenn sie durch die Erde fliegen, diese Teilchen waren aber so hochenergetisch, dass sie als Neutrinos dann doch von der Erde Materie hätten aufgehalten werden müssen. Was sind das also für Teilchen? Was ist da passiert am Südpol? Klicks um Science and Fiction. Bei uns gibt's täglich neue Science-Videos. Abonniert den Kanal gerne. Herzlich willkommen. Die Antarktis ist ein unglaubliches Messinstrument. Ein riesiger Detektor mit einem Volumen von 1,5 Millionen Kubikkilometern. Und im Eis der Antarktis, diesem Detektor, passieren seltsame Dinge. Zum Beispiel entsteht dort die Tscherenjenkov-Strahlung. Das ist ein Leuchten, das durch die Kollision von Neutrinos mit den Wassermolekülen des Eises entsteht. Das Ice Cube Observatorium, über das wir hier ja schon berichtet haben, untersucht dieses Leuchten und kann dadurch die Geisterteilchen, die Neutrinos, erforschen. 5160 Sensoren wurden dafür tief in den antarktischen Untergrund versenkt, und zwar bis zu 2,5 Kilometer tief. Zusammen bilden sie ein riesiges dreidimensionales Detektorfeld. So wurde dort erst im September 2017 der Ursprung der Neutrinos gefunden. Damals entdeckte der NASA-Gammastrahlensatellit Fermi eine riesige Gammastrahlenquelle in der Galaxie TXS 0506+06. Damals wurde der Satellit aufgrund der Messung des Ice Cubes auf diese Galaxie ausgerichtet. Im Zentrum ist ein Blazar, ein aktives, supermassereiches schwarzes Loch, das eine extrem heiße Akkretionsscheibe um sich kreisen lässt und nach oben und unten Jets ausspuckt. Einer trifft uns und wir können die Strahlung messen. Zum einen die Gammastrahlung und zum anderen einige wenige Neutrinos. Und ein solches wurde vorher im Ice Cube gefunden. Und es gibt ein zweites Experiment dort im Eis, wahrscheinlich der einzige Flugkörper der NASA hier auf der Erde, ANITA. Ein Instrument, das an einem Heliumballon in 35 Kilometern Höhe über dem Südpol schwebt. Es zeichnet Radiowellen auf, die auch durch Neutrinos ausgelöst werden. Und zwar sind es ganz besondere Neutrinos, nämlich ultrahochenergetische, die mit dem Eis reagieren und einen der Tscherenjenkov-Strahlung ähnlichen Effekt auslösen. Da sie hochenergetisch sind, reagieren sie mit Materie, also mit dem Eis, und lösen wahre Teilchenschauer aus, Kaskaden aus Materie und Antimaterie, Elektronen und Positronen. Doch da sie als hochenergetische Neutrinos mit Materie reagieren, können sie nicht durch die Erde geflogen sein, wie diejenigen, die im Ice Cube detektiert werden. Sie hätten dort bereits mit der Materie der Erde interagiert, wären also aufgehalten worden. Doch genau solche Teilchen sind jetzt dreimal von ANITA gemessen worden. Sie waren hochenergetisch und sind aus der Erde gekommen, also lösten einen Partikelschauer aus. Und es können laut einem Forschungsteam der Penn State University eben keine Neutrinos gewesen sein. Sie können ja nicht aus der Erde kommen, wenn sie hochenergetisch sind. Was ist das also? Das Forschungsteam um den Physiker Derek B. Fox geht davon aus, dass es sich um S-Taus handeln muss. Ein Elementarteilchentyp, der bisher nur hypothetisch, also vorhergesagt existierte. Niemand hatte ihn bisher gefunden. Und das wäre eine absolute Sensation. Damit wäre eine revolutionäre Erweiterung des Standardmodells der Teilchenphysik eingeleitet, die Supersymmetrie. Sie sagt voraus, dass sich Bosonen und Fermionen ineinander umwandeln können. Und das S-Tau wäre genauso ein Teilchen, der Superpartner des Tau-Leptons, einem Schwesterteilchen des Elektrons. Damit würde wirklich eine neue Ära der Physik beginnen. Fox meint sogar, dass es möglich wäre, das S-Tau am Large Hadron Collider am CERN in Genf, dem LHC, zu untersuchen. Und sein Team meint auch, in den Daten des Ice Cubes ungewöhnliche Schauer gefunden zu haben. Alles noch ein wenig unsicher. Tatsächlich wird das Ergebnis des Forschungsteams weltweit intensiv diskutiert, aber noch ist der Aufsatz nicht peer-reviewed worden. Und einige Kollegen und Kolleginnen meinen auch, dass es andere Erklärungen geben könne. Wahrscheinlicher seien zum Beispiel unverstandene Reaktionen des antarktischen Eises mit den Neutrinos oder. Ich bin jedenfalls extrem gespannt. Die ersten ungewöhnlichen Teilchenschauer gab es 2006 und 2016, aber jetzt ist gerade wieder einer festgestellt worden und der wird gerade
untersucht. Wow. So, das war jetzt ein dickes Brett, ein echt schwieriges Thema. Wenn ihr findet, dass es spannend war, dann abonniert doch Klicksum oder werdet sogar Mitglied mit einem kleinen Beitrag. Tut ihr Gutes, wir schalten nämlich dann immer mehr Werbung vor den Videos ab und ihr bekommt dafür extra Videos, Livestreams und noch ein paar andere Privilegien. Einfach unter dem Video draufklicken oder auf den Link in der Videobeschreibung. Und hier geht es weiter mit Rätsel um Geisterteilchen, Erde als gigantischer Neutrino-Killer. Dafür eben hier klicken. Früher bekommt ihr die Videos übrigens über WhatsApp von mir geschickt. Dafür hier klicken. Und ansonsten bis dann. Bleibt dran.